Stimmt. Wir sind ja in Kaer Morhen stehen geblieben. Hallo Zicke. Die größte Zicke in Kaer Morhen, Temerien, Skellige und überall, wo sie herumläuft. So. Findeeske. Stimmt, da waren wir vorhin stehen geblieben. Wo muss ich? Wo geht's raus? Hier geht's raus. Ich muss auf jeden Fall noch einmal meditieren. Denn wir sind ja immer noch auf der Suche nach Ciri. Ich hatte vorhin zwar noch kleine Nebenmissionen gemacht. Aber ich wollte jetzt erstmal wieder etwas mehr Hauptstory machen. Weil die jetzt eine Zeit lang auf der Strecke geblieben ist. Und ich meine, doch, vorhin hatten wir noch Stufe 22 erreicht. Lauf, kleiner Geralt, lauf! Stimmt, Gabelschwanz jagen. Den Gabelschwanz. Den hatten wir bisher nur einmal ganz kurz gesehen gehabt, wo wir hier ankamen. Und wenn ich bedenke, wie die Festung im ersten Teil ausgesehen hat. Wobei es doch relativ nah beides ankommt. Wann den ersten Teil rankommt. Grafisch natürlich deutlich besser. Aber ich liebe es. Ich glaube, ich möchte nie wieder aufhören, Witcher zu spielen. So. Das müssen Eskels Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. Doch wir. Mehrmals. Ich glaube, vielleicht wäre es sogar schlauer, wenn wir reiten, aber Geralt kann sich auch mal ein bisschen bewegen. Sitzen sowieso viel zu oft im Sattel. Kann man die Gegend auch mal ein bisschen erkunden. Aber wo gehen sie weiter? Kornblatt nehmen wir mal mit. Jetzt halt die Frage, wo die Spuren weitergehen. Oder gehen sie hinten weiter? Ah, okay, hier vorne. Okay, und hier ist er von der Straße ab. Bedeutet meistens nichts Gutes. Irgendwas? Irgendwas? Nehmen wir einfach mal mit. Hier entlang und da vorne wird er wahrscheinlich sein. Irgendwo. Warum hat er für die kurze Strecke ein Pferd genommen? Es ist Skorpion. sein Pferd. Wie hieß es noch? Skorpion. Schönes Tier. Ja, Plötze finde ich schöner, aber Eskels okay. Lager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Hier sind noch Spuren. Spuren und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Hat sich das Viech etwa eine Ziege geschnappt? Felsen. Hier ist Endstation. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen.
Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege muss nur eine Geruchsprobe finden. Eine Geruchsprobe? Rindenstückchen. Oder? Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziegenhaar. Es stinkt. Weißt du, will eine Geruchsspur haben und beschwert sich dann, dass es stinkt. Ich muss das Zeug ja nicht inhalieren. Wir scheinen Eskels Spuren. Die Nase irrt sich nicht. Ich sag ja, Gerhard der Spürhund. Meckerfritze. Die hat sich nicht selbst hier angepflockt. Oh nein, die Arme. Oh nein. Oh. Sie ist ein Gabelschwanzköder und offenbar auch ein Hexerköder. Eskel. Ich weiß nicht, wen ich mehr mag. Lambert oder Eskel? Oder weniger trifft wohl eher. Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Schön, dich endlich wiederzusehen. Jen hält euch ganz schön auf Trab, wie? Hat schon Befehle gebrüllt, als erst ein Fuß aus dem Teleport ragte. Als ich etwas entgegnen wollte, sagte sie... Damen darf man nicht unterbrechen. Genau. Manchmal bin ich froh, dass meine hässliche Fratze mir die Frauen vom Leib hält. Ja. Äußerlichkeiten sind nicht alles. Jedenfalls nicht für alle Frauen. Das stimmt. Die meisten mögen auch dicke Geldbörsen... In der Hinsicht kann ich auch nicht prahlen. Nee. Psst, hörst du? Er kommt. Nicht unbedingt. Bist du ein hässliches Vieh? Verdammt, er hebt ab. Auf die Flügel. Was? Ah, da hinten. Oh Gott. Ich kann das so immer wieder erwähnen. Ich hasse fliegende Gegner. Nicht nur, weil sie einfach wegfliegen können, sondern auch, weil sie einfach scheiße zu bekämpfen sind. Miese Riesenreptilien. Ich hasse es, wenn sie das machen. Hätte uns den Ärger ersparen und sich blutet stark. Aus einer Arterie. Helles Blut. Der kommt nicht mehr weit. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Ha, Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Ketveni. Der kommt klar. Hab ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein, ich glaube nicht. Ich hab mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich sagte ihm wie üblich, gib mir das, was du zu Hause findest. Diesmal war es kein Kind. Hier ist er gelandet. Diesmal war es kein Kind. Oh, ja. Schau die Spuren. Wir haben wohl sein... Mein Hahn ist tot, mein Hahn ist tot. Er kann nicht mehr krähen, Kokodi, Kokoda. Was ist das für ein Lied? Ein altes Lied der Hochgebirgler. Ideal zum Bergsteigen, hat mir meine Mutter immer vorgesungen. Du erinnerst dich an sie? Nur an das blöde Lied, sonst an nichts. Bist wohl in sein Versteck geflogen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Jetzt flieht er nicht mehr, sondern muss kämpfen. Ja, oder sieht bereits dahin. Dann haben wir hier entlang. Vielleicht nicht besonders schlau von dem Vieh. Huch, uah. Weißt du, die laufen wohl noch voll rein. Passt ja. Na schön, her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Hat Jen dir gesagt, wozu sie sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, stört dich nicht? Was? Nein, tut es nicht.
Ich vertraue ihr. Eigentlich nicht, aber... Und das heißt, dass Leute lernen aus ihren Fehlern. Wie bitte? Nichts, nichts. Stört dich was, Alien? Na los, hab Mumm und sag's mir gerade heraus. Hab du Mumm und gib zu, dass sie dich reingelegt hat. Oft genug. Yep. Das war einmal. Sie hat sich geändert. Nein. Klar. Na gut, vergiss es. Gehen wir. Wie gesagt, ich halte nicht besonders viel von Yen. Ich bin kein großer Freund von ihr. Vielleicht ändert sich das, wenn ich die Bücher lese. Aber nur vielleicht. Wobei, im allerersten Buch konnte ich sie auch schon nicht ab. Im Teil der Vorgeschichte. Da war mir die gute Frau auch zuwider. Hallo? So, jetzt. Einmal wieder zurück und Kiste. Aber nicht besonders viel drin in dieser Kiste. Oder was? Nope. Geralt, berühmt für seine Sackgassen. Auch nichts. Hier hoch. Da ist hier noch was. Ja, alle Ziege. Und verwestes Fleisch. Was für unsere Pferde stehen hier. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Keine Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Kaer Morhen zuerst erreicht, hat gewonnen. Schneller! Das sollten wir ja eigentlich schaffen. Hoffe ich. Also zumindest haben wir die Pferderennen ja immer ganz gut geschafft. Bisher. Also habe ich eigentlich nicht groß oder keine große Angst, dass wir das hier versieben. Weil Plötze ja mittlerweile auch einen relativ guten Sattel hat. Und wir relativ viel Ausdauer haben. Und ich glaube, ich behalte recht. Ja. Sehr schön. Ach ja, meine Plötze. So ein kleines Wettrennen hat ja noch endlich nie jemand geschadet. Hat ja gedauert. Der Sattel war locker. Ja, ja. Alle schlechten Tänzerinnen geben ihren Schuhen die Schuld. Bist selbst eine schlechte Tänzerin. Aber ein verdammt guter Reiter. Wir haben nicht gewettet, doch ich finde, du verdienst einen Preis. Echt? Wenn du darauf bestehst. Hier. Nutze es weise. Bergstiefel. Bringen die uns was? Ja, leichte Rüstung, aber nur plus eins. Das ist wirklich. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, jo, geil. Gib her das durch. Nee, danke. Könnt ihr behalten. Gut, ja, dann verbringen wir doch mal den Abend mit den anderen Hexern. Würde ich sagen. Bin mir gespannt, aber ich glaube, außer Saufen macht die eh nicht viel. Und vielleicht alte Erinnerungen austauschen. Speichert. So, wo ist denn unsere Truppe? Da hinten ist unsere Truppe.
Alle herhören. Alles ist bereit. Wir können anfangen. Lambert, bereite die Apparaturen vor. Eskel, geh. Das reicht, meine Liebe. Ich gebe hier die Anweisungen, nicht du. Wir hatten eine Vereinbarung. Wir heilen Uma auf meine Weise. Ich sagte, wir helfen dir. Das war's. Du hast es noch nicht für nötig gehalten, uns zu informieren, was du mit ihm machen willst. Genau. Das ist nicht sicher, oder? Dachte ich's mir. Deshalb sollten wir erst eine andere, weniger gefährliche Methode versuchen. Welche andere Methode? Stammt aus einem traditionellen Brauch. Hab sie oft benutzt. Etwa im Jahr 1211, um den Fluch des Schwans von Pobis zu brechen. Ich bringe Uma in die Berge. Und dann heult ihr zusammen den Mond an? Etwas mehr Respekt. Du redest nicht mit Geralt. Nein, das machen wir nicht. Ich lege ihn auf einen Grabstein. Um Mitternacht gebe ich ihm einen Tee mit Schierling, der... Das muss ich dir nicht erklären. Meiner Meinung nach... Ich kenne deine Meinung, aber ich bitte dich nicht um Erlaubnis. Ich sage dir, was passieren wird. Im Morgengrauen bin ich zurück, mit Uma. Oder was auch immer in ihm drin ist. Klingt ein bisschen sehr seltsam. Und am Ende ist es tatsächlich Ciri. Nun, wir haben den Abend frei. Was machen wir jetzt? Bitte nicht gewinnen. Wie sie mir sagte, dass ein paar Dachbalken ausgetauscht werden müssen. Wir könnten uns darum kümmern. Oder einen zusammen trinken. Klingt viel besser als die Dachbalken. Hätte nichts gegen einen kurzen. Oder zwei. Nee, hätte ich auch nicht gegen, aber... Ich kann nichts machen. Wurde überstimmt. Auf geht's. Ja, so findest du wohl ein bisschen besser als Dachbalken reparieren. Jen, wir haben leider keine Gläser. Ich hoffe, Krüge passen dir auch. Heute trinke ich sogar aus einem Stiefel. Statt Trübsal zu blasen, könnten wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Also wie böse, wie mich die Frau angehen, noch angucken. Wohin hat es dich verschlagen, Eskel? Ich bin froh, dass sie nicht ehrlich war. Hab einen höheren Vampir gejagt. Ohoho, gefährliche Hurensöhne. Und wählerisch. Meiner hatte eine Vorliebe für junge Frauen aus gehobenem Haus. So wie ich. Deine Fantasien interessieren keinen, Lambert. Aber der Vampir. Selbst ich würde gerne wissen, wie du es angestellt hast. Mein Kunde hat einen Maskenball für die Wohlhabenden der Stadt gegeben. Um den Vampir anzulocken. Ich war auch da, verkleidet. Ich sag euch, so viel Erfolg wie an dem Abend hatte ich bei Frauen noch nie. Okay. Was ist aus dem Vampir geworden? Ich hatte eine Abmachung mit einer jungen Alchemistin. Hat sich zugedröhnt. Fistech, Wodka, magische Pilze. Der Vampir hat sie im Garten gefunden und gebissen. Der Kampf war reine Formsache. Ein modernes Märchen zum Thema Völlerei. Und der Alchemistin geht es gut? Ja, hat etwas Blut verloren. Aber schlimmer war der Kater. Das glaube ich gerne. Hat einen Monat lang nur Gurkensaft getrunken. Gut, aber vom Gurkensaft hätte ich wahrscheinlich trotzdem gekotzt. Höchstwahrscheinlich. Was hast du getrieben? Ich habe noch nie Gurkenwasser getrunken. Hattest du interessante Aufträge, bevor du dich auf die Suche nach Karadin gemacht hast? Oh, stimmt. Ein Auftrag in Lan Exeter. War zugegeben recht einträglich. Ja, in Kovir liegt das Geld fast auf der Straße. Weißt du, wie viel sie dafür an Ertrunkenen zahlen? Ruhe, jetzt rede ich. Hatten wir eigentlich nicht mehrere Leute nach Kermorhen geschickt? Hat Reisende angegriffen, Menschen in die Sümpfe verschleppt. Und sich auf der Hauptstraße erleichtert, sodass jeder reingetreten ist. Du hast genug Spannung aufgebaut. Komm zum Punkt. Also, hat sich herausgestellt, dass es kein Riese war, sondern ein großer Waldtroll. Und die Reisenden wurden von Räubern überfallen. Was hast du gemacht? Erst die Banditen erledigt, um die Straßen sicherer zu machen, dann den Troll. Sollte seinen Kopf liefern, um den Lohn zu kassieren. Pragmatisch wie immer. Du könntest dir von Lamberts Tunlichkeit eine Scheibe abschneiden. Ideen wie gleiches Recht für Trolle vergessen und dich von der Armut fernhalten. Ich wusste, die Zauberin würde es so sehen wie ich.
Hab einiges erlebt in letzter Zeit. Hm. Könige, Drachen, Verschwörungen und dann habe ich Yen gefunden. Mhm. Wirklich sehr schön. Aber warum erzählst du uns nicht von Uma? Lange Geschichte. Ich war Ciri auf der Spur. Bin nach Velen, Skellige, Novigrad, um mal wieder Rittersporn zu retten. Hat er etwa schon wieder die Falsche gevögelt? Ach, apropos unter anderem alte Freunde. Novigrad und Vögeln. Wie geht's, Triss? Weißt du, das ist nur der schlechteste aller schlechten Zeitpunkte, um Triss anzusprechen. Weißt du? Jennifer ist sowieso schon angepisst von uns. Und der Arsch bringt... Oh, nee. Rein theoretisch müsste sie eigentlich in Kaer Morhen sein, aber scheinbar sind die Leute hier alle noch nicht eingetroffen oder wieder abgereist. Ich weiß es nicht. Du kannst mich mal, Lambert. Hey, da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Lambert, nicht witzig. Gut, sind wir jetzt auf einmal ernst? Na dann, Yen, was hast du mit Uma vor? Ich sagte doch, wir sprechen morgen darüber. Dann raus mit der Sprache. Mitternacht ist rum. Ich werde ihn der Kräuterprobe unterziehen. Aber nur... Du wirst ihn was? Das ist die Kräuterprobe. Tut mir leid. Willst du einen Hexer aus ihm machen? Natürlich ja. Nicht. Okay. Es geht mir auch nur um die erste Hälfte der Probe, weil... Weil du ihn leiden sehen willst? Unterbrich mich nicht, sonst werde ich dich leiden sehen. Um Uma seine alte Gestalt wiederzugeben, müssen wir erst... Wie erkläre ich's? Es ist wie mit Ton. Um ihn zu formen, muss er feucht sein, sonst zerbröckelt er. Darum geht's im ersten Teil der Probe. Er bereitet den Körper auf eine Veränderung vor. Nur so können die Mutagene einen Hexer hervorbringen. Wie stehen die Chancen, dass Uma überlebt? Nicht gut, aber wir haben keine Wahl. Es sei denn, Wesemir macht seinen Trick mit dem Schierling. Du wirst dich wundern. Der Alte weiß, was er tut. Das wäre die erste Probe seit Jahren. Jahrzehnten. Ich wusste, dass ihr skeptisch sein würdet. Skeptisch? Darum geht es nicht. Dieses geheime Wissen ist vergessen. Und so sollte es auch bleiben. Ich bin die Letzte, die euch vorschlagen will, Horden von Hexern zu züchten. Das brauchst du auch nicht. Bis jetzt haben wir eine gute Ausrede, warum es keine Hexe mehr gibt, warum wir keine Lehrlinge aufnehmen. Das sollten wir überdenken. Später vielleicht. Wer will noch eine Runde? Oh, ich. Aber wir haben nichts mehr zu beißen. Geralt, wie wär's mit einem Überfall auf die Küche? Gute Idee. Edle Herren, es war mir eine Freude, mit euch zu trinken. Besonders mit Lambert. Aber es ist schon spät. Bleibt nicht zu lang auf. Morgen ist ein wichtiger Tag. Und sie ist immer noch sauer. Ich verstehe gar nicht, warum. Wollte nicht hören, oder? Wollen Sie nie. Wovon redet ihr? Ja. Vor einer Weile hatte Eskil einen Samuvila-Auftrag. Tolle Geschichte. Gleich erzähle ich weiter. Erst aber etwas Nachschub. Oh, die Leber lässt grüßen. Was ist das? Nennt sich die Quälerei. Zu gleichen Teilen Schnaps und weiße Möwe. Was guckst du so? Jen ist im Bett. Jetzt wird richtig zugelangt. Sehr gut. Kerle, ey. Noch ein. Zum Wohl. Na gut, wenn ich auf Dorffesten oder so war, war ich nicht besser. Und ich beglüge mich hier mit Energy. Die überhaupt da sitzen können. Na, Leute. Na los, amüsieren wir uns. Langweilen wir dich etwa? Nein, es ist nur nicht witzig genug.
Unser Schönling hat recht. Schönlinge? Ich kenne da ein Spiel von einem Schüler in Ochsenfurt. Oh nein. Einer fängt an und sagt, nein. Ich hab noch nie... Und beendet den Satz wie nein. Erwähnt. Wer das erwähnt, das schlimmste Wortspiel, was es gibt, muss einen trinken. Nein. Dann ist der nächste dran. Nein. Klingt gut. Ganz schlechte Erfahrung. Ganz schlecht. Mit einem Succubus geschlafen. Ganz schlechte Erfahrungen. Gut. Weiß ich gar nicht. Was war das jetzt? Wenn man es so nicht getan hat, muss man... Na, sieh mal einer an. Okay. Wenn es nicht getan, aufsetzen. Stille Wasser sind tief. Ich stehe total auf Frauen mit Hörnern. Gut, jetzt ich. Oh. Ich hab noch nie... nach einem Besäufnis nur noch meine Unterhose angehabt. Doch. Also ich gehe jetzt von Geralt aus, ne? Nicht von mir selber. Geralt? Lambert ist ein hoffnungsloser Fall, aber du, was würde Papa Wesemir sagen? Papa Wesemir würde diese Runde auch mittrinken. Also gut, Geralt, du bist dran. Ich hab noch nie. Einen Sprung aus dem Fenster einer Geliebten machen müssen. Echt nicht? Muss ja ein harter Hund sein, dessen Frau du durchgevögelt hast. Irrtum. Es war ein Freund. Ich wollte ihn nicht kränken. Ja? Ein schöner Freund. Das ist dann aber keine Freundschaft. Gut, Leute, lassen wir das. Sonst kann ich euch nie wieder in die Augen sehen. Boah, ist er kälter als im Arsch eines Eisriesen hier. Meine Herren, ich komme wieder. Aber erst muss ich für kleine Drachen. Ja, für kleine Wölfe. Verstehst du dich gut mit Lambert? Irgendwie... habe ich gelernt, nicht über bestimmte Dinge mit ihm zu sprechen. Dürfte eine lange Liste sein. So ist es. Hallo, ihr Knirpse. Feiert euren eigenen kleinen Karneval, was? Alkohol, meine Besten, ist des Hexers ärgster Feind. Wo hast du denn dieses Hütchen her? Aus Wesemirs Koffer. Der letzte Schrei des Jahres 1112. Sicher hat es der Alte getragen, als er Mädels aufreißen ging. Oder, wie man es damals sagte, den Weibern den Hof machte. Jungs, ein Hexer zu sein, ist mehr als nur Karten und Schnaps. Es ist harte Arbeit. Nicht für uns ist das Zwitschern von Kindern, nicht für uns. Ist gut, ein Wesemir reicht uns. Zieh das aus, bevor es kaputt geht. Und schenk ein. Oh, wie, was mache ich, Eske? Ich schenk ein, bis zum Rand. Denn ohne Wodka bist du steif wie ein Buchhalter in der Gipskorsage. Da musst du dich auskennen mit, ne? Erzähl mal, wie war das mit dieser Samovila? Hat einen Bauern geschnappt. Aber statt glücklich zu sein, dass er entkommen konnte, hat sich der Idiot Hals über Kopf in sie verliebt. Wollte, dass ich sie einfange, hab abgelehnt. Also hat er es allein versucht. Mit einem Fischernetz. Ich wette, die zwei tanzen jetzt auf einem fahlen Feld eine Masurka. Tolle Geschichte. Und eine Moral hat sie auch. Ach ja? Und die lautet? Halt dich von gefährlichen Frauen fern. Du kannst dich entspannen. Jen und ich, wir sind kein Paar. Und wir werden auch nie eins. Ah, darum war die Frau Zauberin so kreuzbeleidigt. Ja. Lambert, lass das. Tut mir leid, Geralt, das war unsensibel. Das wussten wir nicht. Willst du drüber reden? Nein, ich will trinken. Machbar, ohne weiteres. Der eine ist das übelste Arsch. Der Wodka. Und der andere. Der Wodka ist alle. Wer sensibel gefühlt. Wer holt noch ein?
Ich war schon. Ich hab Essen geholt. Na gut. Ich gehe. Küche. Da lang, oder? Wenn man nicht mal mehr weiß, wo die Küche ist, dann muss ich so machen. Lambert, hör zu. Hast du irgendein Problem mit mir? Der Tag ist voll, ey. Warum? Warum fragst du mich das? Tja, kommt mir eben so vor. Aber du weißt ja, du bist wie mein kleiner Bruder. Dumm und nervig, aber ein Bruder. Geralt, verflucht. Mir kommen die Tränen. Komm her. Scheiße. Kerl, ey. Zum Glück war sie leer. Wo ist Eske? Müsste längst wieder da sein. Wir müssen ihn suchen. Das ist eine Aufgabe für Wesemir. Nein. Nicht schon wieder. Zieh die Mütze aus. Wo ist dieser Jungspund nur hin? Vielleicht ist er in Bedrängnis. Ich wette es. Los, Männer. Auf zur Rettung. Oh, nee, und ich darf schon wieder gehen. Wie? Um Gottes Willen, nee. Mit Hilfe der Hexe. Klopf, klopf. Hat etwas Wein vergossen und ist mitten durch die Pfütze gekrochen. Musstest du dich jetzt hinknien, um das zu sehen? Hätte ich mich vorgebeugt, dann hätte ich mich übergeben. So voll, dass ihr euch schon übergeben müsst. Ernsthaft? Alter, wo ist der denn ganz lang gelatscht, ey? Ja, von gerade gehen. Eskel, du Säufer! Komm da raus! Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Eskel! Oh Gott! Eskel! Leute, halt die Klappe! Ich kann mit Besoffenen nicht umgehen. Kann ich wirklich nicht. Ich habe keine Geduld für sowas. Eskel, klopf, klopf. Oh, oh. Hey. Hast du das gehört? Das klang wie das Japsen eines verwundeten Höwerns. Verdammt. Wir haben den Kampf verpasst. Ich glaube, er hat sich wehgetan. Was macht eine Narbe mehr schon aus? Aha. Eskel ist in der Nähe. Halt durch, Bruder. Wir kommen. Nein, jetzt hast du eingepennt, ey. Komm da raus! Hey, schau mal, da ist er. Mit seinem getreuen Meckerfritzen. Hallo, Eske, wach auf. Wie? Was ist passiert? Bist abgefüllt, sternhagelvoll und noch einiges mehr. Das ist passiert. Steh auf. Du kannst einen Schluck vertragen. Lass mich. Muss kotzen. Oh, bitte zeig mir das. Immer dasselbe, wenn wir drei zusammen sind. Lass uns jemand Viertes finden. Besser. Oh nein. Eine Frau. Lass dir in Ruhe. Die außer Jen. Und die wollen wir lieber nicht aufwecken, glaub mir. Was ist mit dieser Zauberin, mit der ihr gesprochen habt? Wir machen das Megaskop an, laden sie freundlich ein. Sie teleportiert nein. sich her, bringt vielleicht ein paar Freundinnen mit. Wie klingt das? Lambert, du bist ein Genie. Wir machen das einfach, weil das ist bestimmt witzig. Und? Laden wir die Loge zu unserer Väter ein? Schätze, ja. Das Ruf die Schlampe. Das wird witzig, glaube ich. Aber wir werden so Ärger kriegen von Jen. Wie geht das? Also, du drehst ein wenig hier, ein wenig da und dann sagst du was auf Elfisch. Kinderleicht. Kinderleicht. Warte. Ich kann nicht mehr auf besoffen tun. Ida uns sieht, erschreckt sie sich. Ich meine, wir sehen nicht wie Zauberinnen aus. Ich weiß. Jennifers Kleider. Wir ziehen sie an. Ihre Taschen sind da drüben. Was ist mit dir los? Stehst du drauf, dich zu verkleiden? Klappe, Klugscheißer. Sonst schnüre ich dein Korsett so zu, dass du dir in die Hosen scheißt. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Hör auf zu jammern, Eske. Wir nehmen diesen Pfiffer.
Flitter. Flitterkram. Wir reden mit niemandem drüber, klar? Es bleibt doch unter uns. Tut ihr. Oh, das ist. Ich stell mir das witzig vor. Man könnte meinen, sie zieht hier ein. Psst. Mach hier halt keine Angst. So, warte, wo ist das? Ich weiß gar nicht, kann lustig werden. Ja, perfekt. Passt wie angegossen. Sicher. Muss nur in der Taille etwas ausgelassen werden. Ruhe jetzt. Zieh dich an. Das nicht. Passt nicht zu deinem Teint. Scheiße, Eske. Du hast eine Figur wie eine Sanduhr. Und du bist ein Arschloch. Los, komm schon. Ist unbequem. Also, überlasst mir das Reden. Ihr zwei kümmert euch um die Kristalle. Ketmil Bluede Deune, Hokus Pokus Abracadabra Arse Platana. Was ist da? Wer ist das? Oh, Entschuldigung. Wir waren niemals da. Machen! Mehr Papier, Exzellenz? Nein, du Idiot! Die Loge! Die Loge will mich holen! Ich hoffe, ihr habt eine Erklärung dafür. Eine sehr gute. Geht jetzt ins Bett. Sofort. Oh Gott. Herrlich. Na? Er hat es nicht mehr ins Bett geschafft. Verdammt. Was für ein Traum. Wie ich sehe, sind alle schon munter. Und eine kräftige Fahne habt ihr auch. Dieser Hut war ein persönliches Erinnerungsstück, Lambert. Immer mit der Ruhe, alter Mann. Das geht in der Wäsche alles raus. Na, reingereiert. Du kannst den Jungs später auf die Finger klopfen. Gehen wir an die Arbeit. Dein Versuch mit dem Grabstein und dem Schierling hat nicht geklappt. Nicht ganz, aber ich habe etwas rausgefunden. Während ihr Gabelschwänze gejagt und mit dem Megaskop rumgespielt habt, habe ich Uma untersucht. Mir ist etwas aufgefallen. In Momenten, wie sagt man, begrenzter Bewusstheit, verhält er sich anders. Wenn er einschläft, wacht er plötzlich für einen Moment auf. Dann bewegt er sich anders, hat einen anderen Blick, aber nur für einen kurzen Moment. Also habe ich ihn in Trance versetzt, hypnotisiert, zuerst ohne Wirkung. Aber als er richtig weg war, habe ich was gehört. Ein Seufzen oder Stöhnen. Jedenfalls nicht Umas Stimme. Schön und gut. Aber wie soll uns das helfen? Sei still. Danke, Wesemir. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe. Haben die Jungs dir erzählt, was wir vorhaben? Ja, und es gefällt mir nicht. Aber ich muss dir wohl vertrauen. Gut, und was jetzt? Wir können anfangen. Wir brauchen nur die Tränke zu brauen. Warum haben wir das nicht? Früher gemacht. Weil die vorbereitenden Elixiere für die Probe sehr reaktionsfreudig sind. Sie müssen sofort nach der Herstellung verabreicht werden. Zufrieden. Geralt, mach die Tränke. Hier sind die Rezepte. Eskel, nimm eine Flasche Alkohol. Oh nein. Nach letzter Nacht hab ich... Und desinfiziere die Werkzeuge. Na? Hopp, hopp.
Gut, das werden wir aber gleich machen. Ich werde einmal eine ganz kurze Pinkelpause machen. Du weißt nicht, wer in Omas und bin in drei Minuten wieder da. Vielleicht will ich mir noch die letzten zwei Pizzastücke mal gucken. Aber wie gesagt, ich bin gleich wieder zurück. Also bis gleich.